weit entfernt in der Qualifikation, aber mal schauen. Sie ist eine, die hier auf dieser Schanze auch oft trainiert, sie gut kennt. Uiuiui. Und dann war das ein Sturz, der sich angedeutet hat, schon in der Luft. Hoffentlich geht das alles gut aus für sie. Sie kann zumindest schon wieder stehen. Schnallt jetzt auch den zweiten Ski ab. Das ist ihr Trainer, Janko Zwitter. Natürlich gleich ärztliche Betreuung bei ihr, aber wenn ich das richtig deute, dann ist das doch soweit alles in Ordnung. Wobei ohne blaue Flecke, ohne Blessuren bleibt so ein Sturz meistens nicht. Hier schon, Asymmetrie, dann dreht es sie weg und dann bricht sie diesen Sprung ab und dann reißt es ihr den Ski weg. Ja. Und dann trifft es eine der Besten im Weltcup in diesem Winter. Wir wünschen ihr, dass das alles glimpflich ausgeht und dass sie ohne eine Verletzung natürlich gleich weitermachen kann. Auch morgen gibt es hier Einspringen in Villach.